Willkommen zu einem weiteren Video von GCN auf Deutsch. Heute zeigen wir euch das Zeitfahrrad vom Straßenweltmeister und Überflieger Remco Evenepoel. Wir zeigen euch wie immer alle kleinen versteckten Details, die ihm hoffentlich bei seinem Weg ins Malia Rosa helfen werden. Los geht's! Hier ist es also, das Specialized S-Works Shift TT des belgischen Phänomens, amtierenden Weltmeister und großen Favoriten beim heute beginnenden Giro d'Italias, Remco Evenepoel. Auf dem Oberrohr finden wir den individuellen Schriftzug Aero Bullet auf einer belgischen Flagge in Form einer Gewehrkugel. Die Schaltgruppe kommt von Shimano, ist aber nicht die neueste 12-fach Dura-Ace-Gruppe, wie man es annehmen könnte, sondern noch die 11-fach Dura-Ace der vergangenen Saisons. Ob das Effizienzgründe hat oder noch mit Lieferschwierigkeiten zusammenhängt, kann ich euch leider nicht beantworten. Dennoch könnte es Zweiteres sein, denn wir haben andere Teams wie Ineos Grenadiers gesehen, die an ihren Zeitfahrmodellen ebenfalls die 11-fach-Gruppe noch verbaut haben. Am auffälligsten ist jedoch der Zeitfahrlenker mit den besonderen Aufliegern. Dazu wurden Abdrücke von Remcos Unterarmen gemacht und dann aus Carbon von einer niederländischen Spezialfirma individuell gestaltet auf die Bedürfnisse von Remcos Haltung auf dem Rad. Allein diese speziellen Auflieger kosten rund 5000 Euro. Diese Auflieger, die sehr eng beieinander liegen sind, ermöglichen es ihm, in einer sehr geschlossenen und aerodynamischen Position zu fahren. Die Schaltknöpfe der Shimano Dura-Ace befinden sich sowohl an den Aufliegern als auch am Basislenker in den Bremshebeln integriert. Am Lenkerband wird ebenfalls gespart, denn hier sehen wir an der Stelle, wo Remcos Hände normalerweise bei Bremsmanövern oder im Wiegetritt wären, nur etwas Grip Tape, damit er nicht abrutscht mit möglichen schwitzigen Händen. Zu guter Letzt befindet sich zwischen den Aufliegern noch die Halterung für den Garmin Radcomputer. Insgesamt sieht das alles sehr, sehr fein säuberlich aufgeräumt aus und komischerweise auch recht komfortabel, trotz der sehr aerodynamischen Haltung auf so einem Fahrrad. Kommen wir nun zu den Laufrädern. Das Hinterrad ist ein Roval-Scheibenrad, also ein komplett geschlossenes Laufrad, das auch nur im Zeitfahren erlaubt ist. Das vordere Laufrad stammt von AeroCoach und nennt sich Titan und hat eine Profilhöhe von 100 mm. Da wir kein Ventil sehen, können wir davon ausgehen, dass sich dieser hinter der abnehmbaren weißen Abdeckung befindet, um nochmal das allerletzte aus der Aerodynamik rauszuholen. Das ist ein Setup, das er wahrscheinlich nur für flache Zeitfahren verwendet, wie bei der UAE Tour, bei der das Rad gefilmt wurde. Für anspruchsvollere Strecken oder wenn es starken Wind zu erwarten gibt, wird er es wahrscheinlich vorziehen, ein 64 mm oder 50 mm Roval Rapid Vorderrad montieren zu lassen. Die Laufräder sind mit Specialized Turbo Cotton TT 26 mm breiten Drahtreifen ausgestattet und höchstwahrscheinlich mit Latexschläuchen bestückt. Die Bremsscheiben sind vorne wie hinten auch wegen der Aerodynamik nur 140 mm groß. Apropos Scheiben, an diesem Rad finden wir vorne eine Kettenblattkombination aus 60 und 44 Zehen als kleines Kettenblatt mit einem integrierten Powermeter in der Shimano-Kurbel. Die Kassettenabstufung hinten wurde mit 11 bis 30 Zähnen gewählt. Das große Kettenblatt ist speziell für Remco von The Mechanic Parts, ebenfalls aus den Niederlanden, gefertigt und vollständig geschlossen. Interessanterweise ist die Kette nicht geölt, sondern gewachst. Da sieht man, dass bei den Mechanikern von Soudal Quickstep auf evidenzbasierte Methoden gesetzt wird, anstatt auf Bequemlichkeit in Sachen geringster Reibung des Antriebs. Die Kurbeln sind 170 mm lang, während er auf seinem Straßenrad eine 172,5 mm lange Kurbel bevorzugt. Für das Zeitfahren sind sie kürzer gewählt, um den Druckwinkel stärker zu verringern und so eine noch niedrigere und damit aerodynamischere Position zu erreichen. Mit anderen Worten, mit diesem Setup würden seine Oberschenkel bei einer 172,5 mm langen Kurbel an die Brust stoßen und seine Atmung wäre stärker eingeschränkt. Der Sattel kommt vom Specialized und das Modell nennt sich Zitero und die Pedale kommen ebenfalls von Shimano aus der Dura-Ace-Serie. Schließen wir das Video noch schnell ab mit dem Maßen an diesem Fahrrad. Die Sattelhöhe an Remcos Rad von Pedale bis Sattelhöhe gemessen beträgt genau 70 cm. Und der Abstand von Sattelspitze bis zum Ende der Auflieger beträgt genau 77 cm. Natürlich schließen wir so ein Video nicht ab, ohne das Rad noch an die Waage zu hängen. Und trotz Zeitfahrscheibe und den ganzen Aero-Upgrades bringt das Rad nur ganze 8,12 Kilogramm auf die Waage. Da wären wir, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare zu Remco Evenepoels Zeitfahrrad und ob ihr glaubt, dass der Weltmeister das Malia Rosa damit holen kann.
Wie immer die Erinnerung, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und für weitere Videos abonniert doch gerne unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.